So. Wir sind wieder im Kolosseum, warum auch immer. Verstehe ich es persönlich jetzt nicht so ganz, aber okay. Ich werde mich nicht beklagen. Um Gottes Willen. So, erstmal ein bisschen inkognito werden. Okay. Subjekt 16. So ein Piazza del Popolo. Alles klärchen. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Da ist es. Santa Maria, die mir. Boah, okay. Das sind quasi so Zwillingstürme. Saugeil. Saugeil, Leute. Das so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Da müssen wir schon von da oben irgendwie hin. Na, als ob ich jetzt runterspringen wollte. Ich wollte nach oben springen und die Kante greifen. Das war mein... Jetzt geht das schon wieder los. Ja, wenn ich jetzt springe, dann springt der komplett... Das ist einfach nur scheiße. Das ist einfach nur scheiße. Jetzt ging es auf Anhieb, ich verstehe das nicht. Ja, genau. Aha. Ja, komm, schieß mich runter. Will mich komplett ausrasten. Ja, genau. Danke. So. Cluster 9. Laden. Ja, machen wir. Sie hören uns zu, mit diesen Fahrzeugen, die schneller sind als Rennwagen. Schneller als Rennwagen. Ah, wahrscheinlich geht es ums Abhören. Da haben wir doch in der letzten Klasse mal so, glaube ich, die Geschichte. Dass, da jemand... quasi aufgezeigt, überwacht wurde. Also müssen wir nach den Antennenkabeln gucken hier. Hä? Warte mal, was haben wir jetzt? Muss noch von vorne. Na gut, hier werden ja welche repariert, da. Hier sehe ich keine. Da ist eins.
Ja gut, das sind auch Kabel, das sind aber nicht diese, das sind andere eigentlich, oder? Geil. Laden. Ich weiß, dass du da bist. Ich Hause. Nach Hause. Bitte. Ich brauche dich. Lass mich nicht im Dunkeln zurück. Laden. Und nein, ich habe das Lösungsbuch noch nicht offen. Abstergo Feldaufzeichnung, November 2004. Oh, es wird ein bisschen kniffliger. Gut, das erste ist schon einfach, aber das dritte muss hoch. Und das erste am besten irgendwie unberührt lassen. Okay, jetzt gehe ich einfach. Geil. Komm mal ran. Was ist los, Gary? Ich will allein mit dir reden. Du weißt doch, dieses CIA-Zeug für mein neues Buch. Über diese Firmen? Es ist viel größer, als ich dachte. Bilderberg ist nur eine Ablenkung. Ich werde dir einen Namen nennen. Abstergo. Keine Ahnung, was das ist. Eine Schattenfirma. Sie tauchen nirgendwo auf. Keine Aktien, nichts über den Vorstand. Aber ihre Mitglieder haben Holdings in anderen Firmen. Coke, Kraft, die Pharmaindustrie, Detroit, Wall Street. Quasi jede Firma ab einer gewissen Größe hat Verbindungen zu Abstergo. Und? Sie sind dabei, die ganze Welt zu übernehmen. Sie haben auch Leute in der Regierung. Hör zu, ich muss das einfach irgendjemandem erzählen. Ich habe meine Nachforschungen geheim gehalten, aber ich halte es nicht mehr aus. Was wirst du jetzt tun? Das Buch. Es wird davon handeln. Glaub mir, wenn es im Handel ist, wird jeder davon erfahren. Fahrzeugmonitoring-System beendet. Hallo D. Sag dem Hauptquartier, dass ich eine Situation abgehört habe. Nichts Ernstes, aber jemand muss sich um ein Sicherheitsrisiko kümmern. Perfekt. Und Glückwunsch zur Beförderung. Mach weiter so. Laden. Okay, das war echt interessant. Der dunkle Reiter nähert sich. Bischof und Narr, sie kann dich auf dem Pfad der Tugend hören, aber auf der benachbarten Flanke siehst du das Weiß in ihren Augen. Sie wird die Königin sein. Schätze ich. Benachbarte Flanke. Weiß. Was sind die Königin? Das oder das? Königin. Ich weiß nicht, was die Königin ist. Wie weit kann die Königin laufen? Kann die irgendjemand überspringen? Der dunkle Reiter nähert sich. Das ist der hier. Der ist dunkle Reiter. Bischof und Narr. Bischof und Narr. Ja. Ohne Lösungsbuch. Laden. Komplett ohne Lösungsbuch. Saugeil. Und sauschnell fahren. Das Volk ist wie die See, rasend und unvorhersehbar. Deshalb haben wir Mauern errichtet. Ich sehe keine Mauern. Nicht? Sehen Sie sich um. Da ein Regal mit Soda, eine Schachtel Süßes, Magazine, Talkshows, Pillen. Die Mauern des 21. Jahrhunderts umgeben uns. Okay, ich habe erstmal gesucht, wo die ganzen Dinger sind, damit wir uns auch den Text anhören können. Quarantäne aufgehoben. Für. Was war das? Wunde ausführen, wahrscheinlich. Das Wunder liegt in der Ausführung. Ausführung bestimmt. Okay.
Also Leute, ich würde ja prinzipiell sagen, ihr könnt jetzt stolz auf mich sein, da ich das auf Anhieb geschafft habe, ohne Lösungsbuch und sauschnell. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand es auch extrem leicht. Wie fandet ihr das? Ich fand, das war das bisher leichteste, mit Abstand leichteste. Mit dem Schachbrett, ich weiß gar nicht, welche Figur ich jetzt bewegt habe. Ich glaube, es war auch kein Bauer, oder? Nur, dass man dann quasi neben der Königin am Ende sitzt. Also die Königin ist anscheinend doch das mit dem Kreuz oben drauf, dass man am Ende neben der Königin ist und deswegen das Weiß in ihren Augen sieht. Aber das war alles so klar eigentlich, die ganzen Hinweise. Krass, echt. Ja, cool. Da habe ich sogar noch ein bisschen Zeit jetzt. So 10 Minütchen. Dann können wir uns eigentlich schon in den Vatikan... Wartet. Den Vatikan will ich gerne im nächsten Part. Die Hallen von... Boah. Nee. Weil dann will ich auch das Buch dazu nehmen, wegen den Bannern. Deshalb, das lasse ich. Weil ich will unbedingt die Banner dann sammeln. Ich will das jetzt nicht 3-4 Mal machen, diese ganzen Verstecke. Dschungel gibt es hier keinen. Also müssen wir auf den altherkömmlichen Weg hier rüber. Und können vielleicht die Engelsburg hochkraxeln und können die Trophäe holen. Vielleicht können wir sogar das kombinieren und zwei Trophäen holen. Auf jeden Fall werden wir uns im nächsten Part im Vatikan wiederfinden. Vorausgesetzt, ich komme jetzt ohne weiteres gleich rüber. Natürlich können wir auch theoretisch, je nachdem wo sich... Ja gut, das letzte Subjekt 16 Rätsel befindet sich ja an der Engelsburg. Das heißt, wenn ich da hochklettern will, dann kann ich auch das Objekt 16 Rätsel machen, das letzte direkt. Dann können wir nämlich in die Gegenwart zurück und können die komplett auch erstmal fertig machen. Also, soweit wir sie jetzt fertig machen können, erstmal natürlich. Ich meine, dass wir nochmal in die Gegenwart zurückkehren werden, ist ja, dürfte ja klar sein, also. Schätze ich mal. Was mit dem Pferd und den Balken müssen wir noch machen. Was mit den Dieben? Komme ich da rüber? Ich finde es auch cool, dass ich die ganzen Hauptdinger schon auf 100% habe. Bis auf natürlich Hallen von Nero. Und da sehe ich ein bisschen als was anderes. Weil es ja diese Versteckgeschichte ist. Ach so, hier dürfen wir nur in Begleitung. So, also fallen wir überhaupt nicht auf. So, wir laufen automatisch mit. Ja. Natürlich sind wir jetzt hier unten. Eine dauerhafte Beobachtung. Scheiße, das ist kacke. Wieso bin ich denn nicht. Hey, ich verstehe, warum ich jetzt nicht untergetaucht bin. Das ist einfach so nervig, echt. Okay, ist mal falsch. Okay, machen wir es ganz anders. So. Wow. Das ist aber geil. Das sah echt cool aus. So. Casa San Angelo.
Ist aber schon mal im Vatikan. Das ist schon mal viel wert. Das ist ja von der Seite da. Nee, oder? Kommt auch bestimmt von hier auch, oder? Gut, hier müssen wir ja sowieso normalerweise hin. Das war hier rein. Das will ich aber natürlich noch nicht. Müssen wir aber, glaube ich. Kacke. Will ich aber nicht. Nein, das war falsch. Ich wollte den hier. Oh. Scheiße. Muss ich das doch erst machen jetzt? Das will ich aber nicht. Ich habe meine Gründe. Ich kann das auch von der Seite bestimmt irgendwie regeln. Achso, hier kommen wir auch schon hoch. Ja, sehr geil. Gut, hier können wir natürlich nicht rüberklettern. Aber ich könnte theoretisch hier weiter klettern. Wow. Ach komm, scheiß auf den drauf. Also die ganze Geschichte kennen wir ja, nur dürfen wir jetzt auch entdeckt werden. Das durften wir nämlich damals nicht. Jetzt sag nicht, dass das hier komplett abgesperrt ist. Das wäre natürlich echt doof. Das ist, glaube ich, wirklich. Scheiße. Komm ich hier nicht mehr rein? Das ist ja blöd. Oh, da hochklettern kann ich auch vergessen. Ich muss anscheinend die Hauptstory weitermachen erst. Boah. Finde ich nicht so schön, ehrlich gesagt. Ja gut, wenn ich jetzt noch nicht rein kann, dann kann ich das Objekt 16 auch noch nicht machen. Außer ich hätte es schon machen können vorher. Also wo ich das erste Mal hier war, wo ich die Dings befreit habe, die Katharina. Ich kann hier nicht hochklettern. Ist das nicht gefährlich? Du klebst hier gerade. Kommt mir nicht! Ui. Okay, es wird nix so. Wow! Hätte ich so nicht erwartet. Hallo? Was machst du? Wo springst du denn, du Affe? Du solltest den treten. Was? Was machst du? Wieso tritt der denn? Boah. Geile Scheiße. Das war die Pepsi-Garde. Wie sie leibt und noch lebt. Okay. Ja, trotz alledem, wenn ich jetzt hier reingehe. Ich kann mir das nicht vorstellen. Da muss noch einen anderen Weg noch geben. Vielleicht hier. Natürlich echt mies. Gut, hier ist natürlich überall Wasser. Ich muss da echt von unten rein. Was mich sehr überrascht, wirklich. Gut, ich habe ja keine andere Wahl. Ich muss halt da rein. Mache ich das doch erst. Ich muss ja nicht alles jetzt zwangsläufig, selbst wenn ich jetzt die achte Sequenz quasi dadurch beginne, muss nicht alles zwangsläufig sich da drin abspielen. Es kann ja sein, dass ich dann trotzdem nochmal irgendwie zwischendurch da rein kann, bevor ich hier die Hauptstory irgendwann beende.
Aber das muss doch eine Bewandtnis hier haben. Ich verstehe das nicht. Na gut, von da aus würde das gehen, aber ich komme da ja nicht hin. Ich weiß nicht, ob es da wirklich einen versteckten Weg irgendwie gibt. Oder ob das Spiel einfach sagt, hier Alex, bis hierhin und nicht weiter. Okay, das war natürlich jetzt ein bisschen bescheuert. Tja, es geht irgendwie gerade nicht so wirklich vorwärts. Ich muss irgendwie schaffen, da hochzukommen. Ich muss es irgendwie schaffen. Das lässt mir keine Ruhe hier. Es muss eine Bewandtnis haben. Ich kann mich vorstellen, das ist einfach nur so. Aber ich komme hier nicht vorbei. Weder oben noch unten. Das geht nicht. Nee, ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, ich muss wirklich von innen rein. Ja gut, da werde ich mir jetzt überlegen, ob ich im nächsten Part wirklich Engelsburg betrete oder ob ich noch was anderes vorher mache. Bin gerade ein bisschen überfragt. Ich will auf jeden Fall jetzt was essen, dann wahrscheinlich gleich weiter aufnehmen. Gucken, wie ich es mache. Naja gut, vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!